Jetzt wenn wir die Michelle schon da haben, bitte. Das war halt mir ein Anliegen. Mir fällt ja auf, dass irgendwie die Jugend von heute das mit dem Wienerisch, das nicht mehr so ganz irgendwie. Ich glaube, das ist wegen ATV, Puls 4, den ganzen deutsch-deutschen Werbungen. Jetzt sagt schon jeder Zweite bei uns ab und an und heute habe ich Latein und ich möchte gern spielen. Und das ist natürlich traurig. Ich meine, die Anwesenden natürlich ausgeschlossen, sagt man das eh so, gell? Die Michelle spricht ein sehr gepflegtes Niederösterreicherisch. Aber trotzdem, wir machen jetzt da rum ein Wiener Lied. Schauen wir mal. Wir idonellich rumspazieren, da war mein Fahr, drum denk ich mir, ich kauf mir fürs Apollo eine Karten. Da seh ich eine blond und groß, auch die Figur war tadellos. Ich denk mir auf die, wirst du noch erwarten. Wir sitzen in derselben Reihe und als das Kino war vorbei, da hab ich mich an sie herangepirscht. Sie hat sich zwar zuerst geniert, doch als ich sie dann ausgeführt, gleich hab ich mich gefühlt, als wir ein Fürst. In der Barner Bittengossen hat's er sich noch bitten lassen bis zum Michaelerplatz, Hollas für die Kotz. Erst als ich sie frag am Groben, kennt die nicht a Busserl hoben, sagt sie auf der Fischerstirn, da wird's vielleicht ans Krieren, dass wir schneller weiterkommen, haben wir sie a Taxi genommen und der ist dann gefahren, das raucht, wir haben kein Stirn nicht braucht. Ja, ja, der Weg zum Glück ist weit, man braucht dazu Geduld und Zeit. Und wenn man da kein Taxi hält, man kommt nicht vom Fleck. Da neulich sagt mein Freund der Fritz, wie ich so im Apollo sitz. Da sitzt gleich neben mir eine Blondine. Sie war sehr fesch und blond und groß, auch die Figur war tadellos. Sie war sehr schüchtern und sie hieß Hermine. Die riet sie noch im Kino an und eine Stunde später dann, da hab ich mich gefühlt, als wir ein Fürst. Da sag ich, du wirst lachen, Fritz, das mit der Blonden, das ist ein Witz. Ich weiß genau, was du jetzt sagen wirst. In der Barner Bittengossen hat er sich noch bitten lassen, bis zu Michaelerplatz war alles für die Kotz. Hörst, als ich sie frag am Groben, kennt die nicht der Busserl hoben, sagt sie auf der Fischerstirn, da wird's vielleicht ans Frieren. Dass wir schneller weiterkommen, haben wir sie ein Taxi genommen und der ist dann gefahren, das raucht, wir haben kein Stirn nicht braucht. Ja, ja, der Weg zum Glück ist weit, man braucht dazu Geduld und Zeit. Und wenn man da kein Taxi hat, man kommt nicht vom Fleck. Ja, ja, der Weg zum Glück ist weit, man braucht dazu Geduld und Zeit. Und wenn man da kein Taxi hat, man kommt rein zu spät. Danke. Michelle Makel. Wunderbar.